Ja. So, eben schnell das Mikro richten und damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Show Workshop Stuff. Ja. Willkommen zurück. Dieses Mal ohne den Paddy, weil ich jetzt einfach schnell eine Folge brauche und auch gerne die Mod einfach schnell vorstellen will. Und zwar handelt es sich um keine geringere Mod als eine, die zum Beispiel hier auf solchen Schiffen zum Einsatz kommen könnte, ne? So ein Mining-Schiff, das dann ab und zu auch mal was einsammeln muss. Wir reden hier von der Tractor Beam Mod. Und wir sehen bereits, das gute Stück ist bereits aktiv geworden. Ich kann es eben nochmal ändern. Da unten haben wir ihn, den Tractor Beam. Ist im Grunde wie ein Geschütz eingestellt. Hatte ich hier unten dazu allerdings noch die Einstellung Minimum Distance, Maximum Distance. Also maximal 200 Meter kann er machen und Minimum Distance 10 Meter ist eingestellt. Das bedeutet wie folgt. Auf 200 Metern zieht er Objekte sehr schnell an sich heran, sobald sie in 200 Meter Reichweite sind. Je näher die Objekte kommen, desto eher werden sie verlangsamt. Ja, sprich, wenn wir jetzt... Scheiße, das will ich ja gerne von außen mal zeigen. So, wenn wir jetzt nämlich auf Tractor Beam gehen und sagen, du mach mal Nähe 5 Meter. Dann sollte sich die Kiste eigentlich bewegen. Also, rein realistisch. Vorführeffekt. Vorführeffekt. Wupp, wupp. Ich kann die Strength auch hochsetzen mit Newton. Allerdings weiß ich nicht genau, wie ich die handeln soll, ganz ehrlich gesagt. Da weiß ich nicht, was für eine Stärke er da einsetzen soll. Wir können ihn auch ausstellen. Jetzt läuft er aus. Und wenn man... Wenn wir jetzt anstellen, passiert genau nichts. So, das heißt, wir können das mal von Hand... Hä? Tractor Beam. Hä? Achso. Ah ja, da hinten. Da hinten hat er jetzt den erwischt. Der ist jetzt mit in der Dingens drin. So. Das heißt, wir können auch sagen, wir wollen den Container näher dran haben. Und es ist so ein bisschen alles, was in dieser Zielreichweite liegt, gell? Weil ich ziele den ja auch nicht direkt an hier. Sondern ist halt wirklich das, was nah dran ist. Wow. Oh Gott, wo ist er denn jetzt hin? Das ist ein bisschen strange hier mit dem Effekt davor. Da sieht man erstmal nichts. Ich kann natürlich auch sagen... Scheiß auf die Newton. Natürlich ein bisschen tricky. Weil jetzt auch nicht weiß, wann das Ding anhält. Das heißt, wenn wir so sagen. Das nennt sich Vorführeffekt vom Feinsten. Ich weiß nicht, warum man die nach unten schiebt. Oh, hallo? Er kommt zurück. What the fuck? Ha, okay, alles klar. Jetzt habe ich kurz gedrückt. Jetzt habe ich den schon mal in Rotation versetzt. Das ist im Grunde wie, als würden die beschossen werden. Gell? Und ihr könnt damit nicht nur Blöcke bewegen, sondern aufgrund des tollen Vorführeffekts zeige ich das jetzt einfach mal. Ja, weil das hier so gut klappt. Oh, jetzt macht das automatisch. Ich weiß halt nur nicht, was er macht.
außer Objekte irgendwie auf Distance pushen. Guck mal, jetzt bin ich davor. Zack, hat er sich umorientiert. Die Sau. Wo ist der andere Container schon hin? Hä? Hä? Zwei. Der Wind klingelte. Komischer Kollege. Okay, wir schrauben mal den Newton runter. Und zwar setzen wir den Newton auf 50.000. Und jetzt sollte er theoretisch... In der Theorie, wie gesagt... Ach, da hinten sind... Ach, ja Mensch, tschüss ihr zwei. Kriege ich dich von Hand geschoben? Stimmt nicht, wa? Nö. Gut. Liegt vielleicht an der Größe des Objekts? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich teste die jetzt wirklich zum allerersten Mal. Gucken wir, was passiert. Sehr irritiert über diese Mod. Ich finde sie cool, aber ich bin auch sehr irritiert. Sehr, sehr irritiert. Man muss wahrscheinlich ein spezielles Schiff dazu bauen. Wo dann zum Beispiel so eine Art Bucht ist, in die reingesaugt werden. Kann ich mir gut vorstellen. Anscheinend hat es nämlich auch so einen Beschleunigungseffekt um den Strahl herum. Gell, da wo der Strahl nicht ist, also wir sehen auch, er visiert den Container da hinten an und hält ihn gerade fest. Oder versucht es zumindest, so wie es aussieht. Ach, ist schon ein wenig mysteriös. Wir suchen einen Fighter. Wir nehmen mal den Avenger. Fighter-Bomber. Und hier ist nämlich das Ding. Hier ist das Ding. Schönes Schiff übrigens. Ach Quatsch. Normalerweise, wenn die Dämpfer aus sind, sollten sogar Schiffe... Zack, wo ist es? Traktorbeam. Ach, er hat schon probiert. Alles klar. Ich mische mich nicht ein. Na, kommt er langsam näher? Bewegt er sich? Sollten sogar Schiffe angezogen werden, deren Trägheitsdämpfer offline sind. Das heißt, ihr wollt irgendwie so ein Wrack oder sowas näher begutachten. Zack, Traktorbeam dran. Zack, Schiff rangezogen. Es kann vielleicht auch daran liegen, ich äußere jetzt nur mal eine Vermutung. Was ist, wenn wir den jetzt machen? Geht's dann besser? Er zielt natürlich auf die Waffen, weil es ist halt als Waffe eingestellt, ne? Das ist klar. Aber wenn wir den anderen Kollegen... Wollen wir den auch noch? Traktorstrahl 3. Da ist natürlich Maximum Distance habe ich 200 Meter eingestellt, ne? Das ist klar. Minimum Distance 5. Und Strength 50.000. Huch, so. Ob dann was passiert? Wohl offensichtlich nicht. Wir depowern mal. Wir powern mal. Ah,
Ah, er hält uns aber auf. Das heißt, er bremst Objekte auch. Unsere Trägheitsdämpfer sind offline. Und wir halten trotzdem, oder wir bewegen uns mit 0,01 Meter die Sekunde. Also eigentlich nicht merklich. Was, wenn ich mich jetzt antreibe? Das können sie sogar kompensieren. So. Zack, gebremst. Also die sind echt stark. Und ich vermute mal, es ist, weil wir schon so nah dran sind. Aber es sind auch keine 5 Meter. Das ist doch mehr, wo die jetzt noch weg sind. Dass der deswegen angehalten wird, weil er so nah dran ist. Aber das sind mehr als 5 Meter. Kannst du mir nicht erzählen, dass das 5 Meter sind? Das ist 80,3. Junge. Ja? Aber die Boxen da hinten haben anscheinend auch angehalten. Fand ich interessant. Finde ich interessant. Ja. Falls ihr noch nicht erwähnt habt, vom guten Nuke Guard, der Tractor Beam aus dem Workshop, funktioniert sehr interessant, wenn wir uns die Kritik mal erlauben. Also sehr interessant. Und ja, Munition und sowas braucht er meines Wissens nach nicht. Ich bin jetzt natürlich aber nicht im Survival. Deswegen weiß ich nicht, ob der gute Junge auch was futtert. Wir können einmal kurz nachschauen, ob wir hier irgend sowas unter T vielleicht finden. Träger, Triebwerk. Nö. Sonst irgendwas. Rapid Fire Automatic Rifle, das ist Vanilla. Das ist Automatic Rifle, Panzerglas, Nickel-Erz-Metallgerüst. Large Attractor Cell. Kennen wir die? Wow! Ah, Schwerkraft. Oh. Funktioniert nicht immer so, wie ich das wollte. So, was war jetzt los? Ach, Netflix. Okay. Okay. Dann können wir einmal. Ach, können wir gar nicht. Hab die ja gar nicht angeschlossen. Ich bub. Ich bub. Können wir gar nicht. Aber wir können auf die Frachtliste eben zugreifen mit Inventory. Dachte ich zumindest. So. Vielleicht sind sie ja aufgelistet. Tatsächlich. Und sie haben schon Large Attractor Cells drinne. Das heißt, der Traktorstrahl muss tatsächlich mit etwas befüllt werden, dass er praktisch, ich nenne es mal, verschießen kann. Wie groß der Verbrauch ist, kann ich leider gerade nicht sagen aufgrund des Creative Modus. Oh. Ah, wir kommen näher. Wir kommen langsam näher, wie es aussieht. Was passiert mit dir, Junge? Was machst du? Also so langsam scheint es doch zu klappen, dass sie das Schiff anziehen. Finde ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant. Also, es gab ja vorher schon mal eine Traktor- oder Traktorstrahl-Mod. Die funktioniert ein bisschen anders. Die hat irgendwie so einen langen gelben Strahl oder sowas. Ich habe sie nur im Workshop gesehen. Und damals gab es, glaube ich, auch schon eine Tractor Beam Landing Pad oder sowas. So eine, die ich auch nicht ganz verstanden habe. Und den hier finde ich tatsächlich als allererstes, ich finde den nice. Ich finde den richtig cool. Das könnt ihr euch in den Sternzerstörer, in den Hangar einbauen, dann könnt ihr die Schiffe daran ziehen. Super Ding. Ne? Vor allem für Leute, die halt irgendwie ihren Schrott wieder einsammeln müssen oder sowas. Ne? Zack, Dinger angeschaltet, pam, Schrott wird wieder hergezogen oder zumindest. Upsala, das kommt, da war das Frühstück. Zumindest angehalten. Ja, zumindest das. Also ich bin schon. Finde ich cool. Finde ich nice. Finde ich richtig nice. Ist die Frage, wer wen anzieht. Zieht der Traktorstrahl das Schiff zum anderen Schiff oder zieht der Traktorstrahl das kleine Schiff zum großen Schiff? Das ist ein Rätsel, das werden wir jetzt nicht lösen. Auf jeden Fall, das war der Tractor Beam. Da sogar was stehen. Danger High Voltage. Oh, wir können. Oh, man kann von außen darauf zugreifen. Hat jetzt nichts gebracht, wie es aussieht. Hm,
Aber schon cool. Aber schon cool. Vielleicht müssten wir den Newton einfach hochschrauben. Ich riskiere es nochmal. Das wäre die... Wir machen mal 800 Meter Zielreichweite übrigens. Dass wir die Strengths auf 60.000 draufsetzen. Bewegt sich auf jeden Fall schon eher. Und ein Tucken schneller. Mehr geschah da jetzt auch nicht. Naja, das war auf jeden Fall die Tractor Beam Mod. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein, habt Spaß. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao, ciao.